Ich bin schon im Tilted-Modus, aber Freunde, es hat funktioniert. Mein Monster-Team hat Sir Leopold besiegt. Alter, das ist so ein übelster Rummelfight gewesen, ne? Boah, das ist unfassbar. Oh, der ist super eklig stark, der Sir Leopold. Boah, guck dir das an, die sind so übelst geschwächt. Ich musste Jessicas Magie-Explosion machen. Mori war noch als Reserve da. Aber ich bin echt froh, dass die Elster so schnell ist, ey. Boah, meine Fresse. Ich hole mir jetzt meine Belohnung, muss dann raus mich heilen. Metallkönig Helm, okay, das ist nicht schlecht. Und noch eine Mini-Medaille. Und ein Talentsamen. Wir gucken mal, wer der nächste Gegner ist. Was? Warum ist der denn hier drin? Okay, Diener der Finsternis. Gefällt mir schon gar nicht. Boah, was für Leopold war echt übelst stark, ey. Und der war, also das war richtig unlucky teilweise. Der hat echt furchterregenden Schrei, dann fallen auf einmal alle um. Und dann greift er zwei noch mit Crit an, die sowieso alle vorgeschwächt waren, dann sind die weg. Im Endeffekt konnte ich lediglich Schaden drücken, indem ich, Hallo, Gemon. Konnte ich lediglich was anfangen, indem ich sage, so. Duran war mit Abstand einer der langsamsten. Macht nur mega Heilung. Angelo war einer der schnellsten. Der macht einfach Instant Multi-Heilung am Anfang. Und Elster bzw. Jessica und Yengis drücken so gut es geht Schaden. Jo. Jessica musste ich dann irgendwann die Magie-Explosion machen. Weil sonst hat das nicht funktioniert. Ja, aber im Endeffekt, ne, davon mache ich eigentlich nicht Hintertür, egal. Im Endeffekt hat er uns richtig böse eingeschenkt, weil ein Crit halt wirklich ausgereicht hat, um fast jedes meiner Member mit einem Schlag einen Crit und einen normalen Angriff zu erledigen. Boah, das ist echt übel, der Typ, ey. Boah. Krass. Also, Sir Leopold war schon extrem stark. Ich glaube, meine Monster leben alle noch vom Monster-Team. Ich gleich mal gucken, aber ich meine wohl. Boah, ey, ist also. Das ging ja mal gar nicht klar. Dann kommt jetzt der Diener der Finsternis, also von dem her war. Naja, gut, wer weiß, was der da drauf hat. Magie. Mori. Weg mal eben alle auf, sonst muss ich da wieder Geld für zahlen. Danke. Und gute Nacht. Puh. Der Diener der Finsternis wird wahrscheinlich mit diesen zwei tanzenden Flammen auftauchen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass der so drückt wie Sir Leopold. Ich glaube, Sir Leopold war schon echt einer der krasseren. Ich glaube, der Diener der Finsternis, der wird nicht so krass sein. Der wird aber auch ordentlich Schaden drücken. Oh, mal gucken, was der drauf hat. Und dann sage ich dir, mit Sicherheit kommt die Verderbnis auch noch. Das glaube ich. Wenn der Diener der Finsternis kommt, dann kommt Verderbnis auch. Und Verderbnis macht einfach einen Angriff instant, der 999 Schaden macht. Bestimmt. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Genauso. Und dann, ja, dann muss ja Rhapsorn. Also, wenn Rhapsorn kommt, ne, dann ist das Spiel gelaufen. Dann haben wir da gar keine. Also, bitte. Schon gegen Sir Leopold mit seinen Angriffen keine Chance hatte. Wie soll ich denn, oder kaum eine Chance, wie soll ich denn noch stärkere Gegner besiegen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch ein Witz langsam, ey. Ich weiß, ich habe noch die ganzen Flinkheitssamen und sowas, die werde ich aber auch noch behalten, bis es gar nicht mehr geht. Sir Leopold war jetzt schon so eine Stelle, wo ich fast gesagt habe, es geht nicht weiter. Aber ja, abgesehen, es hat auch hier übrigens. Typi, hab ich dir schon gesagt, dass ich Sir Leopold besiegt habe? Der wollte euch hier draußen zu sehen, wenn ihr mit dem teuflischen Hund zu tun habt. Hatte, was mit dem Hund passiert ist? Wisst ihr, ich habe Inschriften. Göttervogel, Empyrea, Schwarz Kind gelesen. Verlassen uns alle auf euch, du. Ich habe ihn besiegt. Nicht eigentlich durch alles, wenn im Feuer steht, muss ich alles tun. Achso. Okay. War ihm wohl schon klar, dass ich das schaffe? Ja, er wusste es direkt. Oh, feier.
Und es ist ja auch einfach ein Riesen-Lackspiel, was diesen furchterregenden Schrei angeht, dieses Zurückschrecken. Das hat ja nichts mit irgendwie. Da kannst du ja nichts gegen machen. Du kannst dich ja nicht predikten davor. Es ist einfach purer Luck. Funktioniert das jetzt? Kannst du dich schützen oder kriegst du aufs Maul? Das finde ich echt gar nicht cool. Also die ist schon ziemlich tough und ich finde fast, also das Game an sich, ja, das Game an sich ist sowieso schwerer geworden, finde ich. Aber diese Galerie, das geht einfach nicht. Also sorry, das ist echt, Sir Leopold war, ist zu, das ist zu tough. Also das ist schon extrem, also das heißt zu tough, es ist herausfordernd. Aber herausfordernd war so ungefähr Captain Krähe oder sowas, das, aber Leopold fand ich war zu stark. Aber ja, geschafft ist geschafft. Jetzt kommt der Diener der Finsternis. Also der wird zweimal angreifen. Das könnte auch dreimal angreifen. Der hier steht, keine Ahnung. So, dann ist das Team war fertig, ne? Jo, fit und der Attacke. Der hat bestimmt seine zwei Flammen dabei. Ja, Tanzflamme und Diener der Finsternis. Gut, dann würde ich sagen, ich rufe jetzt erstmal kein Monster-Team. Wir gehen direkt auf Konfrontationskurs. Zauber, Mega-Stärkung, Zauber. Oh, Mist. Moment, Aufstellung: Elster raus, Jessica rein. Jo. Konzentration: Fokus Tambourin. Zauber Mega-Stärkung, Zauber Abschirmung. Aber ich denke, dass damit von den tanzenden Flammen auch mit Sicherheit Feuerangriffe kommen werden. Okay. Das war ein normaler Angriff, das finde ich gut. Das war ein normaler Angriff, das ist schon richtig kacke. Und die Sau darf dreimal angreifen. Ach du Scheiße. Okay, die Flammen dürfen doch bis zu zweimal angreifen. Eieieiei. Zauber, Multiheilung. Oh, warum bist du jetzt auf einmal schneller? Das ist jetzt gar nicht gut. Lass das. Okay. War noch in Ordnung. Angelo? Angelo? Oh mein Gott. Danke, Angelo. Okay, Energieschub. Gar nicht cool. Okay, Fähigkeit. Giga-Schlitzer funktioniert. Ich muss die Drachenseele machen, aber auf den Diener. Ja. Du machst, Axt der Angst auf den Diener. Du zauberst natürlich eine Multiheilung und du machst Zwillingsdrache auf den Diener. Der muss erstmal richtig Schaden kriegen jetzt. 1-3. Zwei, fünf, sehr schön. Das war es mit Duna. Das macht nicht viel Schaden. Angelo, würdest du bitte mal? Eins, drei, super, schöner Damage. Danke, Angelo. Es wurde auch langsam Zeit, ne? Okay, weiter. Helmspalte auf den Diener. Zauber Multiheilung. Zauber Wiedergeburt gewandt. Oh, der kann einen Crit. Ach, so ist das. Der kann critten. Interessant. Finde ich gut. Toll, dass man mir das mal sagt. Stärkung, okay. Ja, genau. Gibt dir noch doppelte Angriffskraft. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun hier. Ach du Scheiße.
mach's. Ich muss auf Risiko spielen. Ja, vielen Dank. Alles klar, gut, dass ich das weiß. Und Game vorbei. Das war's. Ja, das wird niemand mehr reißen können. Das werden auch meine beiden Ersatztypis nicht reißen können. Ist interessant, finde ich gut. Dass man mir mitteilt, dass die Viecher einfach mal immun sind gegen so eine Art von Scheiße. Mauri zaubert mal Wiedergeburt Jessica und du machst mal Fähigkeit Tanz des Lebens drüber. Schön, hätte ich das gewusst, hätte ich es auch nicht gemacht. Jetzt wird anders aus. Ja, das haben wir verloren. Jo, also ich gehe mal doch ganz stark davon aus, weil jetzt ist sie tot. Genau, der tötet einfach instant alle. Der tötet instant alle. Ja, komm Leute, das ist ja wohl mal lächerlich. Das ist doch... Entschuldigung. Das ist absolut lächerlich. Natürlich sieht man jetzt auch, was man zu tun hat. An sich ist es am einfachsten, wenn man... Was heißt am einfachsten, Anführungsstrichen? Ne, das ist einfach lächerlich. Du musst die Flammen umhauen. Ja. Aber das muss einem auch mal gesagt sein. Das musst du doch wissen. Du musst die Flammen kaputt hauen. Das ist sowieso wichtig, weil sonst verstärken die diesen dunklen Diener und der prügelt dich instant down. Ja. Das haben wir eh verloren, das nützt nichts mehr. Macht einfach mal, wie ihr meint. Super. Ach ja. Das ist auch einfach übelst schön zu wissen, dass sie einfach gegen Magie-Explosion komplett immun sind. Wie immer, Blitzgewitter, du bist eh nicht als erstes dran. Läuft. Läuft. Auf jeden Fall. Wir haben einen ganz kritischen Moment erreicht, Freunde. Ich habe einen kritischen Moment erreicht, Freunde. Erstmalig stehe ich kurz davor zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf Dragon Quest. Ja, ich bin ganz ehrlich, es steht gerade auf der Kippe. Ich werde jetzt gleich natürlich nochmal kämpfen, dann werde ich auf gucken, dass ich auf jeden Fall die... Das machen wir jetzt auch onscreen. Will ich auf jeden Fall versuchen, dass wir die Flammen zuerst kaputt hauen. Und ja, dann sehen wir ja weiter. Entweder klappt das oder es klappt nicht. Das heißt nicht, wenn die Flammen weg sind, dass der Diener dann einfacher wird, Gott bewahre. Der kann ja immer noch Schnarch und seine blöden Angriffe. Aber halt, wenn er Energieschub hat, dann macht er halt instant Death aus all meine Gegner. Jo. Ja, verschiedenes Aufstellung. Duran, Yengis, Angela und Jessica. Die anderen beiden sind halt wirklich für die Heilung da. Können ja beide wiederbeleben. Gut, ich spreche ihn an, noch einmal speichern. Und wir versuchen es noch einmal. Wie gesagt, die Samen, die habe ich jetzt noch nicht angepackt, die packe ich jetzt auch noch nicht an. Die sind noch nicht, die sind noch nicht wert. Ach, guck mal, wir haben auch, glaube ich, die Hälfte unseres Goldes verloren.
Sowieso nie richtig viel Gold gehabt und jetzt zum Ende des Spiels nützt es ja eh nichts mehr mit Gold haben. Wie viele Mini-Medaillen habe ich eigentlich? Mal ein bisschen hier nebenbei gucken. Kalkum-Klaue. 518. Ja, muss die mal aus wegen mir. Teilkönig Helm? Nein. Die Jessicas Verteidigung erhöhen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, so Flinkheitsring. Was denn die Mini-Medaille? Na, wo seid ihr? Komm schon. Ach, da. Was haben wir denn? 6 Stück. Naja, das ist so nicht. Bedarfsvoll benutzen. Das ist noch nicht so viel. Magie, Duran, Teleportation. Ach ja. Ja. Freunde, glaubt ihr, das wird was? Wir müssen ja alle fest dran glauben, damit das auch klappt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein leichtes. Ich bin ganz ehrlich. Dragon Quest, diese Scheiße macht mir Dragon Quest nicht kaputt, Gott bewahre. Dass ich finde, dass diese Gegner einfach affig stark sind und deutlich zu stark ausfallen. Ich finde, das ist schon nicht mehr herausfordernd, das ist schon demütigend, was die Entwickler hier mit einem gemacht haben. Bisher ging es ja noch. Also bis auf Sir Leopold waren alle machbar. Sir Leopold war schon fast unmöglich, weil er so fiese Angriffe hatte, aber am Ende haben wir es geschafft. Der hier jetzt, ich weiß nicht, ob es einfach an der Strategie liegt oder ob der einfach so dreckig ist. An sich musst du die tanzenden Flammen als erstes vernichten. Schön ist, dass die einfach mal gegen Magieexplosionen immun sind. Ich meine, vielen Dank, ist ganz nett. Warum hier so viele Truhen mit Samen stehen, kann ich mir so vorstellen, dass sich die Truhen alle 24 Stunden erneuern und dass du dann die Möglichkeit hast, hier Samen zu farmen. Und dann irgendwann nach 5 Jahren, wenn du genug Samen gesammelt hast, alles auf Maximum hast. Ja. Na gut, Freunde. Einmal testen wir jetzt noch gegen Diener der Finsternis und ich wiederhole nochmal, was gerade war. Ich war wirklich sehr nah am Tilt-Modus. Bedeutet, ich hätte fast gesagt, ich breche das Let's Play hier ab. Oder ich breche das Game jetzt hier ab. Ich kann Lust mehr, vielleicht irgendwann mache ich mal weiter. Weiß ich nicht. Und da war ich gerade kurz davor. Weil das ist einfach herausfordernd, ist das eine. Übertrieben schwer ist was anderes. Und das ist das hier. Das ist wirklich übertrieben schwer. Also das hat nichts mit Herausforderung zu tun. Warum kann die Tür nicht schon auf sein? Können wir schon fertig sein? Wir haben gerade mal die Hälfte geschrieben. Wenn die alle noch stärker wären, dann können wir das ja auch. Ach, das ist doch lächerlich. Komm, einmal noch. Was ist so ein 0815 Diener der Finsternis, der wild in der Gegend rumläuft? Der macht hier jetzt den letzten Kram aus, oder was? So. Eben Strategie überlegen. Also die tanzenden Flammen müssen als erstes weg. Das ist an sich sinnvoll. Und Entschuldigung. Ich würde sagen, wir machen einfach da ansehen. Wir gucken einfach mal. Hier erhöhst mal eben Fokus. Du machst eindeutig eine Mega-Stärkung und du zauberst eine Abschirmung. Standard. Standard erste Runde. Wir sind fast schon tot. Ja. Konzentration liegt eindeutig auf den Flammen jetzt erst. Wow, 46. Na, beeindruckend, Duran.
Interessant ist, dass wir einfach übelst zu langsam sind. Wie viel macht so ein Blitzgewitter? Du musst heilen. Du Zaubermann, Beschleunigung, vielleicht sind wir dann schneller. Nein, und tot. Entschuldigung, wenn ich gerade etwas still bin, aber ja, muss ich das noch kommentieren? Heilung, Arzt der Angst, nochmal eine Mega-Stärkung. Du schlechtes Fokus, Tangerin. Wir müssen auch instant wieder Beschleunigung gleich spawnen lassen, sonst wird auch nichts. Wie viel hat er bitte schon? Über 2000 schon verloren und der steht einfach noch, als wäre es nichts, ne? Ich bin froh, dass ich die Abschirmung gespielt habe, dann macht das wenigstens kaum Schaden. Mega-Heilung, Arzt der Angst. Zauberfähigkeit. Wenn ich Zauber zurückwirft, muss man aber gucken, das würde er uns halt auch übelst Edge die zu verwenden. Mach einen Energieschub. Und du Zauber? Nö. Beschleunigung nochmal wieder. Oder sollte ich sie mal angreifen lassen? Ja, komm. Ja, einer ist weg. Das ist schon mal gut. Okay, wir wissen ungefähr, wie viel er hat. Dann ungefähr 2500 müssten sie haben. Unlife. So, jetzt ist die Abschirmung weg. Das ist ganz schlecht. 31. Ganz toll. Okay, heißt also wieder, wir fangen von vorne an. Zauber Mega-Heilung. Nein, nicht konzentrieren, Pick, Fokus Tambourin. Zauber Mega-Stärkung. Zauber Abschirmung. Ist gar nicht. Ja, das ist in Ordnung. Der kann eigentlich den. Oha. Der kann doch die ganze Zeit clear und so einen Scheiß machen. Hab ich gar kein Problem mit. Okay. Und jetzt machst du Blitzgewitter. Du machst Axt der Angst auf die tanzende Flamme. Du zauberst eine Multiheldin. Das müsste eigentlich reichen. Und du setzt nochmal das Fokus
Tambourin ein. Beschleunigung nutzt der noch. Sehr schön. Ein angemessener Schaden. Sehr schön. Okay, dann haben die doch knapp 3000, so wie es aussieht. Ganz doof gefragt, holt ihr die eigentlich wieder? Nö, ne? Wieder Blitzgewitter. Fokus Tambourin, Zauber Multiheilung, Zauber Beschleunigung. So. Damit ihr nicht aussetzt, ne? Ja, super. Okay, jetzt haben wir ein Problem, jetzt ist er dran. Warum ist er denn jetzt dran? Halt. Oh. Mega Heilung. Zauber. Was können wir machen? Was können wir machen? Einen Energieschub raushauen. Für Duran und du könntest nochmal. Nochmal einen Fokus-Tambourin schlagen. Aber diese hängenden Flammen sind überhaupt kein Problem. Damit habe ich überhaupt keinen. Das ist alles völlig in Ordnung. Dann machst du jetzt Multiheilung und du schlägst auch nochmal das Fokus-Tambourin und dann können wir nochmal einen Angriff starten. Sind wir nämlich alle fast full life. Wir können gleich drei angreifen und Angelo kann auch mal heilen. Ja. Mit Blitzgewitter und Jengis gibt zum Beispiel auch den Diener der Finsternis. Und den Diener, naja. Also, ich würde sagen, ein Blitzgewitter sollte für die Flamme ausreichen. Eine Axt der Angst auf den dunklen Diener. Du Multiheilung und du Fähigkeit Zwillingsdrache auch auf den dunklen Diener. 1-3. Ja, das muss eigentlich für die Flamme reichen. Ja, ist weg. Gut. Und meine Heilung springen lassen, sehr schön. Und da kommt eine Axt an, die drückt auch nochmal richtig. 2-8, sehr schön. Energieschub hat nachgelassen von Jens, ist aber nicht so wild. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was verschwunden ist. Irgendwas ist verschwunden. Abschirm oder Beschleunigung? Sollte man darauf achten. Okay, zwar nicht die Verteidigung, die ist noch. Abschirmung, alles klar, die Abschirmung ist runtergegangen. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal aufbauen. Super, damit ist Kannis eingepennt. Mega Heilung. Also für Dingdor, oder? Da. Meine Abstimmung hat bei allen jetzt aufgehört. Aber wir sind full life. Okay, jetzt haben wir auch unsere Abwehrkraft wieder. Das ist jetzt out jetzt. Ja, Clear tut über. Also Clear ist überhaupt kein Schaden, existiert ja quasi gar nicht. So, Konzentration, Gepäck, Fokus Tambourin,
Zauber, du machst noch Vollheilung auf Duhan und du zauberst. Na, Abschirmung. Wir machen es trotzdem. Einfach um auch kompletten Schaden, den wir kriegen, können, einfach zu ignorieren. Ignorieren zu dürfen. Nun gut, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall von der Drachenseele. Das Fokus Tambourin, die Multiheilung und ich gehe jetzt mit allem, was ich habe, hoffe ich, dass die Drachenseele reicht, weil sonst ansonsten obwohl, nee, warte. Mega-Heilung. Fokus Tambourin, Zauber, Mega-Stärkung, Gepäck, Fokus Tambourin. Egal, dann dauert es jetzt noch eine Runde länger, aber das ist sonst Energieschub nachgelassen, das ist ganz schlecht. So, Mega-Stärkung ist wieder drauf auf die beiden. Okay. Okay. Wenn er den jetzt tötet, das wäre so bitter. Ah, zwei eingepennt. Drachenseele, Zwillingsdrache. Der müsste er kommen, der kann auch nicht überleben. Cool. Geschafft. Boah, das ist echt ein Scherz, ne? Okay, wenn man die Flammen schnell vernichtet, dann muss man ganz ehrlich sein, ist ja noch machbar. Aber selbst das ist schon übel an der Grenze. Ein Ausdauersamen. Und ein Schild des Ruins. Noch ein Göttinnen-Schild machen wir, sollen das alle tragen. Talentsamen. Braucht auch kein Schwein. Chemiekessel, kann ich noch ein Göttinnen-Schild machen? So, was braucht das denn noch? Ein Kalkumstück, alles klar. Teilkönigsschild, jo, mach mal. Das Thanatos-Schild war auch das Göttin im Schild, Entschuldigung, Satan. Mal Metallkönigsschild, was Feuer und sowas noch absenkt. Vielleicht haben wir damit auch noch, können wir das noch jemandem geben? Gepäck, Beutel, Metall, König, Schild. Angelo, Jessica. Was hat Jessica? Moment, Jessica trägt ein Göttinnenschild und ihr du auch. Was macht denn das nochmal? Heilige Schild, den Schaden von Feuer um die Hälfte senkt. Und was macht der Schild? Dann sehen wir alles so aus, Göttinnenschild um 30 Punkte. Naja. Elz hat leichter Schild und du hast gar kein Schild. Ja, dann kriegt Mori den. So. Gucken wir, wer unser nächster gegenüber ist. Als hätte ich es nicht gewusst. Die Verderbnis ist unser nächster Gegner. Ach du Scheiße. Okay, was kann die Verderbnis? Im eigentlichen Kampf hat sie einmal angegriffen. Dann war es auch gut. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, warte mal, wie sieht es mit unserem Monster-Team aus? Leben die noch alle? Die leben noch alle. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass sie dieses Mal einfach öfter angreifen darf. Glaube ich. Also theoretisch, ja wahrscheinlich darf sie zwei oder dreimal angreifen und macht halt übelsten Schaden. Dafür kann sie wahrscheinlich nichts mehr. Aber es reicht schon. Hahaha. Die Kacksau. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Na gut, Freunde, ich würde aber sagen, der Duhan ist etwas besser gelaunt. Der Kampf gegen den Diener war strategisch, wenn man ihn strategisch macht, ging er sogar noch.
Mit ein, zwei Momenten des Glücks, aber ja, gut. Man muss halt mit Strategie arbeiten. Okay, beim nächsten Mal dann der Kampf gegen die Verderbnis. Mal gucken, wie es da abläuft. Macht's gut, ciao!